Willkommen in 1000 Kilometer Challenge mit dem Cupra Born 77 Kilowattstunden Batterie. Ich freue mich richtig, hat jetzt länger gedauert und jetzt kommt auch endlich die neue Ladegeschwindigkeit, also bis 180 kW. Das Ladevideo werde ich euch oben mal verlinken, also richtig gut. Er hat jetzt hier 20 Zoll drauf, optisch natürlich ein absolutes Highlight und wir werden mal sehen, wie er auf der Langstrecke sich verhält. Ist er wirklich das Langstreckenfahrzeug jetzt? Und er sieht natürlich super aus, durchaus ein bisschen schnittiger wie der ID. Drei. Und wir gehen mal rüber, schauen uns jetzt das Fahrzeug ein bisschen an. Der Cupra Born jetzt hier mit den super Reifen, schaut euch das an, Michelin Sport, und er hat hier 235 40 ZR20, also mit den Felgen schaut es richtig klasse aus. Und jetzt hier das ganze Gestell von Auto und Service Pier in Landsberg, dafür nochmal herzlichen Dank, dass wir hier das ganze abhalten dürfen. Und wir laden das Fahrzeug jetzt noch bis 100%. Es ist kurz vor 20 Uhr. Und schaut euch mal diese Front an, richtig schnittig. Die Sonne lacht jetzt auch hier oben. Also, was will man mehr? Wir gehen mal an die Ladesäule, schauen, wie der aktuelle Stand ist. Ich habe jetzt vor gut 10 Minuten habe ich angesteckt, Viertelstunde vielleicht. Ja, und hier sind jetzt bei 94%. Ich hoffe, man sieht es. 12 Kilowattstunden reingeladen und ja, noch 6%. Und schaut euch das mal von hinten jetzt an. Also das Fahrzeug sieht richtig gut aus. Die Rahmenbedingungen passen jetzt. Wir laden das Ganze jetzt wieder hier in Berg an der Ladestation. Wir haben jetzt hier auch wieder 6 Ladestationen. Das ist jetzt neu. Und dementsprechend sind jetzt aktuell hier 2 defekt. Das ist ein bisschen schade, aber gut, wird ja wieder demnächst auch funktionieren. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß, also 1000 Kilometer, ich freue mich und macht es euch bequem. Es wird ein paar Stunden dauern, ich werde es zusammenschneiden jetzt. Live ist es auch, wenn es einen noch interessiert. Wir werden das Ganze immer live aufnehmen und der Zusammenschnitt immer 25 bis 30 Minuten. Also ich wünsche euch viel Spaß und viel Action. Wenn wir jetzt hier mal schauen, 100% das Ganze aufgeladen. Ich habe auch schon die Ladesäule in Augsburg eingegeben, 220 Kilometer. Können wir ziemlich schnell fahren. Und 19.59 Uhr. Alles zurückgestellt hier oben. Und gleich geht's los. Das Auto ist schon auf D eingestellt. Oben der Livestream. Haben wir 14 Personen, die aktuell zuschauen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr schaut nicht alle Grand Prix und seid große Sänger-Fans, sondern fiebert Elektro. Ja, so Elektro-Challenge jetzt die 1000 Kilometer dann durchaus mit. Würde mich freuen, wenn ihr draufbleiben würdet. So, 20 Uhr, wir starten. Es geht los. Jetzt rechts abbiegen in den Ludwig-Erhard-Ring. Jetzt links abbiegen und danach zweite wieder links abbiegen auf die B299. Jetzt links abbiegen auf die B299. So, wir lassen euch mal ein bisschen hier mit drauf, ein bisschen mitfilmen. Es geht jetzt hier auf die A3. Ich lasse mal das Handy auch noch mitlaufen, ich lasse also beides mitlaufen. Um so 1000 Kilometer dann auch zu absolvieren, ist es eben wichtig, dass man zum einen weiß, wie das Fahrzeug lädt. Ich habe das Ladevideo bereits abgedreht und hier gab es erstaunlich, was das Auto kann. Also echt heftig. Knappe 180 habe ich rausbekommen. Das war schon richtig gut. Und gestern dann noch Vollstrom gefahren. Ja, und das ist dann auch wichtig, dann weiß ich, wenn ich Vollstrom fahre, wie weit ich komme mit einem Akku. So, die Sonne ist ziemlich tief. Und jetzt geht es hier auf die Autobahn drauf. Schaut euch mal das schöne Wetter an. Seit langem mal wieder Sonne. Ja, und wir sehen uns dann wieder in Augsburg an der Ladesäule. Angekommen mit 9%. Ich bin sehr zügig jetzt gefahren. Hier Augsburg an der Ladestation, hier Ionity. Und hier hinten seht ihr dann auch den Cupra Born. Soweit erste Ladestation. Wir gehen dann auch gleich mal rüber, schauen uns das an. Bisher keine Probleme, hat super abgeliefert. Wir hatten ganz kurz mal vorhin bei München, hat man ein bisschen Regen, aber spielt keine Rolle. Es fängt jetzt hier auch an, leicht zu tröpfeln, aber ansonsten bisher keine Probleme. Wir gehen mal rüber und schauen uns das Fahrzeug im Einzelnen nochmal an.
So, hier der Cupra Born, jetzt toll foliert auch vom Auto und Service Pier in Landsberg. Wir haben jetzt hier aktuell nur 4 Ladestationen. An den meisten Ladestationen ist mittlerweile auf 6 aufgerüstet. Hier nach wie vor sind wir bei 4 Ladestationen. Jetzt hier nochmal der Cupra Born. Vorhin hat auch einer geschrieben, der ist etwas tiefer gelegt worden. Sieht man hier auch nochmal im Einzelnen. Also, sieht echt gefällig aus. Und das Kupfer, das steht dem Fahrzeug echt gut. Hier mit den schicken, hab das ja am Anfang auch schon mal gesagt, 20 Zoll. Und wir gehen mal in die Ladeleistung rein. Was bringt er uns? Ist der Akku schön warm? So, wir haben aktuell 168 kW, 20%, 10 Kilowattstunden reingeladen, 4 Minuten. Also, das schaut gut aus. Er hat vorhin mal ganz kurz die über 170 gehabt. Es fängt jetzt auch an zu regnen. Und gehe dann auch mal rein ins Fahrzeug, zeige euch das Ergebnis. Vielleicht von hinten auch nochmal das Fahrzeug. Zoom da nochmal raus. Und hier hinten habt ihr dann auch Möglichkeiten, da könnt ihr dann euch dementsprechend auch versorgen. Ihr habt eine Tankstelle. Also alles da. Gut, wir schauen mal rein. 62 Kilometer Schätzwert. 50 Minuten würde er brauchen, bis er bei 100% wäre. Das brauchen wir natürlich nicht. 9.327 Kilometer, davon habe ich glaube ich schon, ja, schon einiges jetzt drauf. Und wir gehen mal hier in den Online-Modus. Und sind jetzt noch in der Navigation drin, gehen hier natürlich drauf auf die Routenplanung und Fahrdaten und gehen auf Langzeit selbstverständlich. Und hier das Ergebnis, 28,4 Kilowattstunden haben wir gebraucht, 138 km/h Durchschnitt, 224 Kilometer sind wir bereits gefahren und wir sind unterwegs. Also Fahrzeit reine, 1:38, müssen wir dann später auch wieder aufpassen, weil die reine Standzeit rechnet er hier nicht mit rein. Uhrzeit aktuell 21:44 Uhr. Ich fahre jetzt hier mit 18 Grad, Klima habe ich aus und Beifahrersitz auf Eco. Also soweit, so gut. Machen wir mal ein bisschen Licht an. Ich hoffe, das reicht dann auch. Einmal drüber wischen. So, wir werden jetzt mal schauen, die nächste Strecke, wie es ausschaut. Ich werde jetzt einiges reinladen, werden wahrscheinlich jetzt eine Station auslassen und werden Ohrenbach fahren. Das sind rund 170 Kilometer. Nächste Ladestation, wir lassen Lohnetal aus und fahren jetzt gleich auf Ohrenbach. Das sind rund 170 Kilometer circa, also von der Hinsicht, das schafft das Auto locker. Wir schauen mal, wann wir abstecken und dass wir halt hier in dem optimalen Bereich bleiben. Und dann sehen wir uns später. Bis gleich. Jetzt war es mal wieder richtig knapp. Wir hatten durchaus jetzt auch mal ein bisschen Regen. Gegenwind kam noch dazu, musste die Geschwindigkeit reduzieren und habe da 2-3% verloren. Und dann wurde es am Schluss, ja, da musste die Geschwindigkeit etwas reduzieren. Aber ist alles gut gegangen. Ich bin angekommen mit 1% und 3 Kilometer Restreichweite. Das war also genau kalkulierbar, weil ich dann die Geschwindigkeit halt so angepasst habe. Am Schluss konnte ich dann halt nur noch 120 fahren, 118, 120. Am Schluss dann nochmal 140, 150. Die letzten 5-6 Kilometer. Somit ist der Akku jetzt schön warm. Wir werden mal schauen, uns mal die Ladeleistung anschauen. Hier haben wir das Ganze. Wir gehen mal runter. So, hier schaut euch mal die Ladeleistung an. 171,5 kW. 10,33 Kilowattstunden haben wir bereits reingeladen. Warum mache ich das jetzt hier im Fahrzeug? Weil die Ladesäule hat grün angezeigt, aber das Display ist aus, das ist defekt. Grundsätzlich kann man das machen, ich habe das schon mehrmals gemacht, zumal wenn Ladesäulen besetzt sind und keiner traut sich auf die Defekte. Wenn die oben grün anzeigt und das Display kaputt ist, funktioniert sie dann aber trotzdem noch. Ich kann das ja immer gegenprüfen, zum einen in der App hier und zum anderen natürlich auch am Fahrzeug. Dementsprechend wäre ich jetzt angekommen mit 20% in Ellwangen und da lädt er halt dann auch nicht die volle Geschwindigkeit. Deswegen bin ich jetzt durchgefahren, um dann den Ladestopp zu sparen und
die durchaus jetzt schnelle Ladeleistung dann auch in Ohnbach auszunutzen. Und wir gehen mal rein. Wir lassen Riednerwald wahrscheinlich aus. Muss man schauen. 170 Kilometer wären das dann rund 170, ja. Wenn wir wahrscheinlich jetzt gleich nach Kirchheim fahren. Ich werde ein bisschen mehr laden. Ich hatte vorhin 72% und hier auch nochmal vom Display jetzt weg. Könnt ihr auch nochmal sehen, 23% Akkustand und 50 Minuten würde jetzt bis 100%, das brauchen wir natürlich nicht. 9518 Kilometer. Ich zeige euch das mal auch hier nochmal anhand des Displays. Wir gehen nochmal in die Fahrzeugdaten, dann hier oben ins E-Management und hier sieht man dann auch nochmal schön links dann auch nochmal, er würde 0.41 Uhr fertig sein, er lädt 11 Kilometer pro Minute. Aktuell kann er die Kilowatt, also die KW-Leistung jetzt hier nicht anzeigen, 25%, 81 Kilometer Schätzwert. Der ist jetzt ziemlich genau, weil der auf meinem Streckenprofil natürlich jetzt angepasst ist. Die erste Strecke war zu schnell, da hat das BMS dann wieder gerechnet und er hat mir weniger Schätzwert angezeigt zu der aktuellen passenden Geschwindigkeit, die ich ja jetzt gefahren bin. Jetzt ist es ganz gut, jetzt passt dann auch die Schätzreichweite und damit kann man ganz gut arbeiten. Ich werde jetzt laden, Kirchheim, durchaus etwas mehr wie 72, wahrscheinlich so 75%, muss ich mir mal anschauen. Ich habe jetzt hier einen längeren Ladestopp, wahrscheinlich nicht länger wie 30 Minuten. Ich schaue, dass ich da immer nie über 30 Minuten komme und dann sehen wir uns in Kirchheim. Dann bleibt dran, es wird hoffentlich gut. Ja, angekommen in Kirchheim mit 7% und da war jetzt hier vorhin die Polizei da, hat da jemand aufgehalten, deswegen konnte ich jetzt hier nicht filmen. Soweit hat alles gut geklappt. Ich musste jetzt eine Umleitung fahren von gut wahrscheinlich 10 Minuten länger, konnte jetzt ein bisschen schneller auch fahren, bin jetzt hier in Kirchheim, bin alleine in der Ladesäule und soweit klappt alles gut. Wir laden jetzt hier ganz kurz nur, dann geht's nach Schwabhausen und ja, dann die Strecke, die man ja auch mittlerweile kennt. Wir gehen mal rein, was das Fahrzeug uns aktuell gibt. Wir sind hier bei 134 kW, 28%. Also warm müsste jetzt auf jeden Fall sein. Soweit 4 Minuten. Und schauen wir uns mal die, wie lange ich jetzt hier lade. Hängt immer ein bisschen davon ab. Also vorhin hatte ich eine Top-Ladekurve, die war richtig stark. Wir gehen mal vorne ran, schauen mal, ob irgendwie der Lüfter zu hören ist. Ja, definitiv. Den Lüfter hört man. Ich fasse mal die Reifen an, wie es ausschaut. Ja, Reifen sind auch schön warm jetzt. Und hier auch nochmal die Front von vorne. Schauen wir uns nochmal an. Also durchaus gefällig. Geht also schön nach vorne. Gefällt mir, gute Proportionen. Ist gut gemacht. Und da hinten nochmal zwei Ladestationen. Ja, und ansonsten ist hier alles dunkel. Ihr habt also eine Radtankstelle hier, aber sonst ist hier alles dunkel. Online-Modus, da haben wir auch ein bisschen Probleme. Der findet nicht immer Internetzugang. Fahrdaten. So, wir gehen auf Langzeit natürlich. 27,3 Kilowattstunden hat er Verbrauch, 118 km/h im Durchschnitt. Das wird später noch schneller, 602 Kilometer. Wir sind jetzt unterwegs 6 Stunden und 14 Minuten, laden auch hier nur ganz kurz. Und dann geht's weiter.
Ja, ansonsten hier auch nochmal, dementsprechend könnt ihr auch nochmal anschauen. So mal ein bisschen raus. 35% Akkustand. Ich finde das Auto klasse. Die Sitze sind Traum. Also das ist wirklich für mich ein Highlight mit den Alcantara-Sitzen. Das liebe ich sowieso. Und ja, macht nach wie vor Spaß für mich immer die 1000 Kilometer. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Der Zusammenschnitt ist dann wahrscheinlich auch immer spannender. Und ich möchte es auch nicht zu technisch immer halten. Bisher muss ich sagen, das Laden war hervorragend. Wir hatten jetzt 2-3 Minuten, hatten wir durch den Regen ein bisschen Probleme. Da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Ist am Schluss wieder knapp geworden. Geschwindigkeit reduzieren, war dann alles gut. Jetzt hier in Kirchheim mit der Umleitung haben wir wahrscheinlich ein paar Minuten verloren. Konnte jetzt am Schluss nochmal Zeit gut machen, wenn wir auf jeden Fall wieder reinholen. Also das ist alles noch im grünen Bereich. Das Fahrzeug strengt sich an und ja, bisher sieht es gut aus. Ihr bleibt auf jeden Fall dran, schaltet nicht weg. Wir sehen uns. Grüße euch da draußen. Wir sind angekommen in Schleiz mit unter 10%. Hier ist es erfahrungsgemäß dunkel, so ist es auch. Ich muss jetzt hier die Innenbeleuchtung ziemlich kräftig anmachen. Wir gehen dann trotzdem noch mal kurz an die Ladesäule. Ich zeige euch das auch noch mal als Beweis. Ergebnis können wir uns auch gleich mal anschauen. Endergebnis, Langzeit. Ich nehme da immer den Abstart. Das ist mir vorhin schon passiert, aber ihr müsst Langzeit nehmen. 28,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, 111er Schnitt. Dann müssen wir noch ein bisschen höher kommen, 827 Kilometer. Da waren wir jetzt vorhin 8 Kilometer unter dem, was ich eigentlich bei 10 Stunden brauche. Und das 7 Stunden 32, da fällt dann auch noch ein bisschen oben was raus. Vermutlich, weiß nicht, was er da rechnet. Es ist schwierig. Ja, wie schaut es hier aus? Hier haben wir dann auch 24% aktuell, 53 Kilometer. Wir gehen mal raus an die Ladesäule. Ist ein bisschen dunkel, erschreckt nicht, weil hier ist wirklich ja nicht sehr gut beleuchtet. Ich zeige euch mal den Autohof. Also, ihr seht schon, ziemlich dunkel. Hier stehen die Ladestationen. Hier haben wir zwei Stück. Hier oben sind Laternen. Aber natürlich nicht an. Sonne geht gleich auf hier. Schönes Panoramabild. Ah, da hinten, also Fledermäuse fliegen da oben auch. Also ist hier alles geboten. Alles am Start. So, wir gehen mal rein ins Ergebnis hier von der Ladesäule. Einmal kurz hinhalten. Und wir schauen uns das in der Total mal an. Gehen wir mal durch. 373 Ampere, 375 Volt, also 400 wäre maximal möglich. Jetzt, ich sag mal so, von deutschen Herstellern, die Amerikaner gehen mir ein bisschen mehr, die trauen sich da mehr zu und gehen dann auch in die Eigenverantwortung. Ladeleistung 138 bei 28% Akkustand und 15 Kilowattstunden bereits reingeladen und Ladedauer 6 Minuten und 30. Also. Hier auch die Besonderheit jetzt auch nochmal zu sehen, dass das hier schön nach außen geht. Ihr könnt also das Ganze hier auch verlängern. Ich weiß nicht, ob man sieht, es ist natürlich relativ dunkel. Hier könnt ihr mal jetzt hier an dem Seil noch ziehen. Seht ihr, hier könnt ihr ausfahren. Also das ist echt gut gemacht. Und hier das Fahrzeug auch nochmal, zeigt es dann auch hier grün an. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen Nachtaufnahme, kann nie schaden. Und an den Türen vielleicht auch nochmal Kofferraum uns anschauen. Der ist ja beleuchtet. Also hier schön ebenerdig flach. Hier ein Licht. Kann man ja dementsprechend auch nochmal nachrüsten, indem man die LEDs vielleicht auch stärker kauft. Oder man macht ein zweites Licht hier noch fest. Also der Boden ist fast ebenerdig. Das finde ich schon gut gemacht. Hier ist auch eine spezielle Gummimatte dabei. Das ist wahrscheinlich im Zubehör dann zu bekommen. Türgriffe sind beleuchtet. Sieht man auch hier nochmal im Einzelnen. Das ist schön, weil dann kann man reingreifen und verfehlt es nicht, gerade bei dunklen Fahrzeugen. Und jetzt hier mal eingeschlagen maximal. Seht ihr auch mal, wie das Fahrzeug hier einschlägt. Wahrscheinlich zu dunkel. Gut, wir gehen wieder rein ins Fahrzeug. So, Himmelkron, letzte Station dann. Und da filme ich dann, glaube ich, da brauche ich nicht filmen. Ich werde euch das Finale dann noch zeigen und dann, ja, bleibt dran. Wir werden hier den Cupra Born rocken.
Ja, liebe Leute, es ist ganz schwierig für mich. Ich bin jetzt über 10 Stunden und 22 gefahren und ich habe vor mir ein Polizeifahrzeug, das mich jetzt gleich zum Stehen bringt. Ich werde euch das mal zeigen. Hier vorne. Und wir werden jetzt gleich wahrscheinlich eine Vollsperrung haben. Wir können es jetzt aktuell nicht ganz werden, weil wir haben 983 Kilometer. Wir werden jetzt genau an die Ladesäule hingekommen und 6.23 Uhr. Die haben also schon weitläufig haben die schon eine Sperre eingesetzt hier und bin natürlich jetzt nicht mehr, konnte eben nicht mehr. Oh, er gibt Gas. Also doch, jetzt gibt er Gas. Vielleicht haben sie die Teile schon weggeräumt. Okay, also das hat mir bestimmt 5 Minuten gekostet. Wir bleiben jetzt trotzdem mal drauf hier. Jetzt fährt er runter. Also da war wahrscheinlich ein Teil irgendwie auf der Straße. Er hat ja vorhin einer geschrieben. Naja, ich sag mal so 5 Minuten waren es bestimmt, aber es ist ja egal jetzt. Wir sind bei 986 Akkustand, 18%, Restreichweite 49 Kilometer. Und wir bleiben jetzt mal auf dem Bildschirm drauf. Dann mal ein bisschen außen fahren, dass wir da noch ein bisschen Wegstrecke machen, weil es durchaus knapp werden könnte. Neunhundertneunzig. Neunhunderteinundneunzig. Ich bin voll auf dem Pinsel, hier 164. Akkustand noch. 992. 993. 1 paar Kilometer noch, dann haben wir die 1000 voll. Ah, hat's ein Reh zerfetzt hier. Wow. 994. 10 Stunden 27 sind wir aktuell unterwegs. Neunhundertfünfundneunzig.
997. So, wir fahren hier raus. Also an der Ladesäule 998. So, die letzten paar Meter fahren wir natürlich auf der Landstraße. Wir reden hier von 1,5 Kilometer. Da ist keine Autobahn mehr nötig. Das letzte Stück können wir hier noch Landstraße fahren. Immer noch 998. Nein, nein, nein! Ich habe leider keine Zehntelanzeige. Gleich schaltet es um. 1000 Kilometer Cupra Born. Gleich schaltet es um. Hier ist die Zeit, 10 Stunden und 29 Minuten haben wir gebraucht. Wow! Akkustand schauen wir uns auch nochmal an. 12%, 28 Kilometer Restreichweite. Ich konnte jetzt einfach nicht so schnell fahren, weil da war eine Straßensperre. Die Polizei hat das runtergeregelt. Wir gehen dann später gleich nochmal ins Fazit. Dann sehen wir uns. Also 10 Stunden und 29 Cupra Born. 10 Minuten wären sicherlich noch drin gewesen, aber ab jetzt 10,29 oder 10,19. Wir wissen die Tendenz, wo es hingeht mit dem Fahrzeug. Und dann sehen wir uns gleich beim Fazit. Was war das für eine emotionale Achterbahnfahrt? Es war alles drin. Wir haben kurz Regen gehabt. Dann musste ich langsamer fahren, sonst wäre ich nicht hingekommen. Dann musste ich eine Baustelle umfahren. Da musste ich gute 15 Minuten, ja, mitten durch die Pampa irgendwie, durch Wälder. Da ging dann teilweise das 5G nicht mehr. Ich musste permanent am Handy schauen, dass ich da noch Empfang bekomme. Dann jetzt zum Schluss hier auch noch mal eine emotionale Situation vor mir. Ein Polizeifahrzeug hat geschrieben, Sperrung. Da ist wohl... auf der Fahrbahn war da ein Teil gelegen, die mussten frühzeitig den Verkehr runterbremsen. Ich war gerade an der Einfahrt zur A3 und die Polizei war vor mir, hat Schlangenlinien gefahren und hat dann den Verkehr runtergeregelt. Das war einfach nur Pech, auch mal wieder 5 Minuten. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier, ich werde euch das unten einblenden, mit den 10 Stunden 29 nicht ganz optimal getroffen haben. Ich würde sagen, man kann dem Fahrzeug durchaus noch 5 bis 10 Minuten gut schreiben. Trotz alledem werden wir natürlich 10 Stunden und 29. Und wir schauen uns jetzt mal an, wo wir denn überall geladen haben und in welcher Zeit. Bitteschön. Folgende Ladestops wurden angefahren. Die erste Augsburg, 30 Minuten bei Ionity. Die zweite Ohrenbach, 40 Minuten. Hier haben wir von 1 bis über 80% geladen, deswegen die etwas höhere Ladezeit, auch bei Ionity. Dritter Ladestopp Kirchheim, 22 Minuten. Der vierte Ladestopp bei Schwabhausen, 24 Minuten, auch Ionity. Dann der fünfte Ladestopp in Schleiz, da haben wir 15 Minuten beim Anbieter Allego geladen. Und der sechste und letzte in Himmelkron, 18 Minuten, auch bei Ionity. Das Ganze mit 6 Ladestopps für den Cupra Born auf 1000 Kilometer, Ladezeit 149 Minuten. Somit haben wir Fahren ohne Laden 7 Stunden und 54 Minuten. Das Ganze nehmen wir 6 Minuten für An- und Abstecken. Somit haben wir gebraucht auf 1000 Kilometer 10 Stunden und 29 Minuten Fahren gesamt. Wisst ihr, wir haben also kurze Stopps nur gemacht, 50-60%. Am Anfang musste ich etwas länger laden, weil die Strecken auch ein bisschen länger waren. Aber das Fahrzeug hier 50-60%, wenn ihr das zum Laden bringt, ist es der optimale Bereich. Und das hat er schon richtig gut gemacht. Ja. Jetzt wollt ihr sicherlich wissen, wo das Fahrzeug am Markt denn aktuell steht. Wir haben ja jetzt hier einige Fahrzeuge schon auf der Strecke befahren und dann blende ich euch jetzt mal die Tabelle ein, wo der Cupra Born jetzt hier aktuell im Verhältnis zur Konkurrenz steht. B200
Bitte schön. Vergleichstabelle. 1000 Kilometer Challenge vom Andreas. Cooper Born 77 Kilowattstunden Batterie. Das Fahrzeug schafft die 1000 Kilometer in 10 Stunden und 29 Minuten. Durchschnittstemperatur lagen wir bei 12 Grad, genauso wie beim Enyaq. Reifen haben wir Sommerreifen. Das Ganze im Monat Mai. Wetter war trocken und beim Reifendruck bleiben wir uns treu mit 3,0 Bar. Durchschnittsverbrauch Kilowattstunden auf 100 Kilometer benötigt der Cupra Born 28,8. Ich bin alleine gefahren, Ladesäulenverweigerung hat er nichts gehabt, es war wunderbar, hat er voll durchgezogen. Durchschnittsgeschwindigkeit inklusive Laden hatten wir 95,39 km/h. Ja, schauen wir uns mal die Tabelle an, wo steht er denn im Mittelfeld? Ist er langstreckentauglich? Ich würde sagen bedingt. Sie haben ja etwas die Ladeleistung erhöht, was durchaus positiv ist. Er kommt an den Skoda Enyaq im Prinzip nicht ran. Gut, wir hatten jetzt ein, zwei Probleme auf der Strecke. Ich gehe mal davon aus, dass er 5 bis 7 Minuten noch schneller sein könnte im Optimalbereich. Aber er spielt dann schon in der Liga des Skoda Enyaq mit. Und auch vom Verbrauch sehen wir, da sind sie ziemlich knapp. Wenn wir aber uns die Spitze mal anschauen, hier liegen wir knapp unter 9 Stunden. Also das ist schon nochmal eine andere Liga. Und auch nach unten natürlich der Hyundai Ioniq Facelift jetzt hier mit 13 Stunden. Also Mittelfeld. Und ich sag mal so, man kann auf die Autobahn mit dem Fahrzeug fahren, aber ihr müsst etwas mehr Zeit einplanen, wie jetzt die Top 3 oben in der Liste. Dir mal alle Ergebnisse. Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Es war heute wirklich alles dabei. Es war nicht anstrengend, aber es ist halt nicht perfekt gelaufen, wie vielleicht bei anderen. Aber das ist nun mal so, wenn man einen Roadtrip oder eine Urlaubsreise jetzt hier macht, dann hat man eben Gegebenheiten, die kann man nicht planen. Und genauso war es natürlich jetzt hier auch. Also wir haben Situationen gehabt, die man eben nicht planen konnte. Und deswegen ist es ein Ergebnis, was eben aus der Situation raus ist. So ist das wahre Leben und man kann nicht alles planen und es ist auch gut so. Gut, dann bin ich soweit durch. Wenn euch das Video gefallen hat, mehr, dann gebt einfach einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns beim Vollstrom-Video. Ich werde es nach der 1000er Zusammenfassung bringen und in diesem Sinne entlasse ich euch in den Muttertag. Ich bin jetzt hier noch an der Ladesäule, lade da drüben noch mal ein bisschen auf und sag bis zum nächsten Mal. Bye, bye.